Das Oktoberfest in München ist legendär und weltberühmt, ab Mitte September kommen jährlich Millionen von Besuchern in die Hauptstadt von Bayern. Sie trinken hier ca. 7 Millionen Liter Bier. In Garmisch-Partenkirchen sind die internationalen Skisprungwettbewerbe ein Höhepunkt des Wintersports. Auf der Olympiaschanze organisiert man traditionell das Skispringen. Die Wartburg ist eine Burg in Thüringen über der Stadt Eisenach. Sie ist ein Symbol der Reformation. Viele berühmte Leute haben hier gewohnt. Martin Luther hat hier das New Testament in nur 10 Wochen ins Deutsch übersetzt. Auch Goethe war hier zu Gast. Karneval feiert man in ganz Deutschland besonders in Köln. Der berühmte Kölner Karneval ist ein fröhliches Volksfest. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Karneval, es ist die 5. Jahreszeit, wie die Kölner sagen. Karneval ist für sie gemeinsam Spaß zu heißen. Alle tragen fantasievolle Kostüme, die Leute tanzen, singen, lachen und feiern. Rügen ist mit 976 Quadratkilometern die größte Insel Deutschlands. Luxuriöse Seebäder und romantische Fischerdörfer, kilometerlange Strände und alte Lecktürme charakterisieren sie. Sie liegt in der Ostsee vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Frankfurt am Main, Börse, Buchmesse, Flughafen Frankfurt und natürlich Goethe. Die Stadt nennt man Manhattan, denn es gibt hier viele Hochhäuser, Banken und Büros. Die Skyline ist heute ein Symbol für die Dynamik der Stadt.